So, heute mal wieder ein bisschen was Reparaturgebastel eventuell. Ihr seht oben im Titel wahrscheinlich schon, ob es funktioniert hat oder nicht. Und zwar etwas, was man normalerweise nicht reparieren kann, nämlich, yay, Festplatten. Ja, das hier ist eine Samsung. Mit Samsung stehe ich eigentlich auf Kriegsfuß, aber ja, wenn man sowas vor die Nase bekommt und nicht viel zahlen muss, dann kommt auch sowas mal bei mir rein. Die hier hat es zerlegt, die war in meinem Backup-System. Ist eine 2 TB-Platte, 5400 Umdrehungen. 2 Terabyte ist zwar heutzutage nicht mehr so viel, aber ehrlich gesagt mir auch ein bisschen zu wertvoll zum Wegwerfen. Das Problem ist, naja, wenn wir mal die in Betrieb nehmen, dann kann man das relativ schnell feststellen. Machen wir hier mal SATA dran, also ein altes Netzteil, gerade noch einen Dings suchen, haben wir hier irgendwo genau ein Kabel. Normalerweise gehen die Netzteile ja nur an, wenn man auch einen PC dran hat. Das kann man aber zum Glück umgehen. Und zwar hier oben auf diesem Pinout, da müsste, jetzt müsste ich lügen, ich glaube der grüne ist es, ja der vierte von dem orangen. Das ist der Power-On, wo drüber das Mainboard sagt, ja bitte einschalten. Den müssen wir nur kurz schließen und... Ja, ich denke, man kann es hören. Da stimmt was nicht. Der Kopf versucht zu starten, aber er geht immer wieder zurück. Normalerweise ist das dann eine Sache, wo man direkt aufgeben kann, weil Kopffehler zu reparieren ist selten möglich. Wenn die Daten wichtig sind und ihr kein Backup habt, geht bitte zu einem professionellen Datenrettungsunternehmen. Die können eventuell den Deckel aufmachen und dann in einem Reihenraum ohne Staub von einer anderen Festplatte gleichen Typs die Köpfe irgendwie drauflegen. Manchmal klappt das, je nachdem was dran ist. Eigentlich wollte ich die hier schon entsorgen, aber dann ist mir eingefallen, ja, wo war denn die vorher? Die war in der Bastelkiste. So, das Bitbastlers Bastelkiste, die ist nicht unbedingt ein schöner Ort für Elektronik, denn da geht gerne mal was kaputt, weil die sehr häufig durch die Gegend geworfen wird. Und als ich mir die Unterseite angeguckt habe, ja... kann es schon wer entdecken. Wenn wir uns die Platine angucken, da ist so eine Stelle, die mir doch ins Auge gesprungen ist und die ist hier. Das gehört mit Sicherheit nicht so. Wenn wir mal nebendran gucken, können wir auch relativ schnell sehen, was das wahrscheinlich mal war. Nämlich eine Spule. Die Sache ist, die Spule, wenn ich mir die angucke, die ist relativ nah an der Stelle, wo ich den Motor vermute für den Kopfantrieb. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass das Ding irgendwie anfängt hier zu schwingen oder ähnliches. Und ja, ein schwingender Kopf, ist klar, dass der dann in einen Fehler reinläuft. Ich habe dann auch mal weitergeguckt in meiner Kiste und das hier gefunden. Ja, wenn das mal nicht der Überrest von der Spule ist, weiß ich auch nicht. Auf die andere Seite gucken, da haben wir auch noch die Beschriftung 1R2, ja, U, keine Ahnung. Problem, andere Beschriftung als die hier. Das ist 1R7V, das hier war offensichtlich etwas anderes. 1R2U, schätze ich. Mal gucken, ob wir rauskriegen, was das war und ob man da irgendwie durch... eine Spule, durch das sie eventuell sogar wieder anlöten, könnte auch im Notfall funktionieren. Ich meine, das ist noch halbwegs gewickelt. Mal gucken, ob wir die wieder irgendwie ans Leben kriegen. Und das wäre ja auch zu einfach. Unter der Bezeichnung hier dieses 1R2U kann ich leider nichts so direkt finden. Und auch die anderen hier, die R7V. Doof. Also packen wir mal wieder ein bisschen China-Kram aus. Und hier den T4-Tester, den hatte ich ja glaube ich schon mal gezeigt. Und gucken einfach mal auf den bestehenden, ob wir da rauskriegen, was das ist. Mal gucken, hier haben wir glaube ich einen, da dürfte man relativ gut drankommen. Einmal testen. Resistor, ja geil. So viel zum Thema Spule. Ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass es eine Spule ist, aber er kann sie leider nicht erkennen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das ja sehr kleiner Wert eher ist. Wobei andererseits 0,47.
4R7. Hm. 4R7V, dann müsste es aber 4,7 sein. Dang it. Tja. Hm. Sollen wir das Ding einfach mal kurz schließen? Und hoffen, dass das funktioniert. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich hätte jetzt ja gesagt, dadurch, dass es hier eine Spule ist mit einem Kondensator dahinter, dass es eventuell irgendein Filter sein könnte oder gar noch schlimmer ein Oszillator. Aber hier sind zum Glück noch Vias. Also ich schätze, das geht irgendwo auf die andere Seite und zum Motor. Eventuell ist es einfach nur Filterung. Andererseits, wenn ich mir das so angucke, das sieht mir eher nach Plastik aus, das Material. Ist das denn überhaupt dann eine Luftspule? Dann könnte ich sie ja im Prinzip wieder mehr oder weniger anlöten. Probieren wir das mal. Und was sehe ich denn da gerade? Hier versteckt sich noch ein kleines Plastikteil. Ist das etwa die fehlende Beschriftung? Könnte sein. Es war leider keine Farbe mehr drauf. Schade. Na gut. Dann gucken wir mal, ob wir den hier irgendwie hier angelötet bekommen. Was das Ding danach sagt. Okay, theoretisch sollte er dran sein. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, was das hier ist. STJ009. Das müsste ein P-Channel FET sein. Und was ich auch gerade gesehen habe, das hier ist gar nicht die Ecke, wo der Kopf ist. Der Kopf ist nämlich auf der anderen Seite der Platine eher hier zu verorten. Zumindest mal, wenn das Ding aufgebaut ist wie die anderen, die ich sonst so kenne. Wie auch immer, gucken wir mal, ob wir jetzt hier einen Durchgang haben. Das müsste ja von hier nach hier irgendwo sein. Dann messen wir direkt von der Diode. Das geht wahrscheinlich dann noch besser. Okay. Ich glaube, mein Akku ist leer. Hey, Induktor. Hm. Okay, ich glaube, ich brauche definitiv neue Batterien. Aber er hat auf jeden Fall eine Verbindung. Würde ich mal sagen, schauen wir einfach mal, was die Kiste dann sagt. Also krallen wir uns mal wieder unseren SATA-Anschluss. Geben Strom drauf. Gut, dass die ganzen Consumer-Platten direkt anlaufen. Bei Serverplatten ist das nicht so. Die kann man teilweise auch so einstellen, dass die erst später anlaufen, wenn der PC das sagt. Einfach um den riesen Stromverbrauch da nach und nach erst kommen zu lassen, sodass nicht alle Platten gleichzeitig den Strom ziehen. Und dann Netzteil wieder an und... Sie läuft an. Geil. Ja, ich glaube, ich habe dich eine funktionierende 2 Terabyte Platte. Kein Kopfklackern mehr zu hören? Das ist gut. Ja, man kann Festplatten offenbar doch noch reparieren. Zumindest, wenn man sie durch entsprechende Behandlung selber kaputt gemacht hat. Okay, und da haben wir die Festplatte entsprechend mit der dran gebotschten Spule. Hängt jetzt hier am Backup-System und ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob es auch klappt. Denn bisher haben wir ja nur Strom getestet, nicht ob die Daten auch funktionieren. So, schalten wir mal das Backup-System an. Sollte aber. Gut. Dann würde ich sagen, direkt ins BIOS. Primary Boot. Jo, das sieht gut aus. 3 Samsung-Festplatten. Das kommt hin. Ich würde sagen, ich habe wieder meine Datenspeicher. Yay, Festplatte repariert. Ja, funktionierende Festplatte ist für mich natürlich jetzt toll, aber wir sind hier bei der Bitbastelei. Das geht nicht, ohne sowas auseinanderzubauen. Die hier werde ich nicht holen, weil, ja, 2 Terabyte, wie gesagt, kann ich noch brauchen. Ich habe aber noch so eine schöne Anschauungsplatte.
Die ist nicht mehr ganz so frisch, aber so sieht eine Festplatte von innen aus. Ihr seht schon, da ist eine Platte und die spiegelt. Und wenn die so aussieht wie meine, dann ist die Festplatte definitiv kaputt. Das Ding hier, da darf kein einziges Staubkorn drauf sein. Deswegen ist ja hier ein Deckel drüber. Hier in der fehlen schon ein paar Teile. Ich werde dann gleich sagen, was genau. Aber ja, vom Aufbau her werdet ihr das so oder so ähnlich auch in den aktuellen Festplatten noch finden. Vom Aufbau her haben wir zwei wichtige Dinge. Das ist einmal dieser hier, das ist der Plattenstapel. Und das hier, das ist der Kopf und darunter ist ein sehr starker Magnet. So, im Prinzip haben wir also hier den Stapel und der heißt natürlich nicht umsonst Stapel. Wenn wir hier von der Seite gucken, da sind viele verschiedene übereinander. Die Anzahl, die unterscheidet sich je nachdem, wie eure Platte aufgebaut ist, wie viel Kapazität sie hat und wie dicht die Daten da drauf sind. Dabei ist zu beachten, dass hier jeweils einer von diesen Köpfen zwischen den Platten hängt und die lesen auch beidseitig. Das heißt, hier ist ein Kopf, der liest die Oberseite von der ersten Platte und auf dem nächsten Arm, da ist auch nochmal ein Kopf nach oben, der liest die Unterseite von der Platte und dann wieder ein Kopf ebenfalls dazwischen im selben Zwischenraum, der von der nächsten die Oberseite wieder liest. Der Kopf selber, der ist jetzt hier bei der Platte am Rand. Das ist die Parkposition. Bei vielen modernen Platten habt ihr hier neben der Platte eine Parkposition, eine Art Kamm, wo die im Normalbetrieb dann abgelegt werden. Einfach um den äußeren Bereich auch nutzbar zu machen. So kann man da noch mehr Kapazität rausholen. Und wenn wir schauen, hier ist es sogar so, dass die oberste Platte überhaupt keinen Kopf hat. Da sehen wir, da gehen überhaupt keine Drähte raus. Deswegen sieht er auch hier so aus. Normaler Kopf sieht anders aus, gucken wir gleich mal drauf. Das Ganze ist im Übrigen zwar staubdicht abgeschlossen, aber nicht luftdicht. Denn meistens gibt es in den Deckeln, die hier drauf sind, Löcher an speziellen Stellen. Hier bei der wird es wahrscheinlich hier hinten gewesen sein. Und dadurch kann das Ding einen Luftaustausch machen. Bei neuen muss das nicht mehr so sein. Es gibt jetzt auch eine neue Generation, die ist zum Beispiel mit Helium gefüllt. Da ist das nicht mehr so. Die sind dann wirklich komplett gasdicht abgeschlossen. Bei den luftgefüllten üblicherweise nicht. Was jetzt hier noch fehlt, hier hinten sitzt normalerweise so eine Art Stofftuch, sage ich mal. Das hat damit zu tun, die Platte dreht sich am Schluss ja. Und durch die Rotation wird, wenn irgendwo dann tatsächlich mal Staub draufkommt, der üblicherweise nach außen gedrückt und würde dann hier über den Kanal in den Filter reinkommen, einfach durch den Luftzug. Und Luftzug ist auch ein ganz guter Punkt, denn Luftzug ist ja ganz wichtig. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man irgendwie schnell sich bewegt oder so, dann spürt ihr, dass sich da unter der Hand oder so ein Luftkissen, sage ich mal, aufbaut. Das ist auch hier der Fall. Dadurch, dass sich die Platte so schnell dreht, generiert sich zwischen dem Kopf und der Platte entsprechend ein Luftkissen. Und darauf schwebt der Kopf. Der ist also nicht über die Platte wirklich am drüberkratzen, sondern der schwebt auf so einem kleinen Luftpolster. Und deswegen sind die auch so empfindlich. Da reden wir nämlich von extrem geringen Sachen. Ich glaube, das müsste irgendwo im Mikrometerbereich sein. Und ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn da so ein Arm auf einem Luftkissen einen Mikrometer über einer empfindlichen Platte schwebt, wenn ihr da dagegen stoßt, das ist nicht gut. Ja, was ihr schon gesehen habt, der Arm kann sich natürlich bewegen. Und zwar müssen wir ja auch nach innen und nach außen, jeweils wo wir lesen wollen. Und das passiert über hier hinten diese Spule. Da ist normalerweise auch nochmal ein Magnet drüber, sodass der zwischen zwei Magneten eingefärscht ist. Und das Ding spielt dann quasi Magnetschwebebahn. Das heißt also, es gibt hier eine elektrische Verbindung. Ihr seht ja hier dieses Flachbandkabel, was hier weggeht. Und über das kommt Strom auf hier hinten die Spule. Und je nachdem, wie wir das Magnetfeld stellen, ändert sich die Position von diesem Kopf. Wie gesagt, das, was ich mache, darf auf keinen Fall passieren. Ihr hört es ja eventuell auch hier quietschen. Der kratzt hier auf dieser entsprechenden Platte rum. Hier sind auch schon Kratzer am Rand. Also die Platte ist definitiv im Eimer, zumindest die obere. Die untere wahrscheinlich auch, weil jetzt inzwischen Staub reingekommen ist. Und ja, wenn der Staub sich mitdreht, dann kommt der irgendwann hier zwischen Kopf und Platte und dann kratzt der da auch euch die Daten quasi weg. Ja, ansonsten ist hier nicht viel drin. Wir sehen hier noch, hier das ist eigentlich so ein Automatismus, der an der Seite ist. Ich glaube, der ist auch nicht komplett da, da fehlt auch noch ein Teil, der dafür sorgt, dass wenn die Platte aufhört zu drehen, so rum ist es, dass der in eine Parkposition geht und da auch gehalten wird. Das wird normalerweise hier quasi verankert, sodass wenn aus ist, ihr tatsächlich die Platte auch bewegen könnt ohne Probleme und da
nicht irgendwas beschädigt durchs Transportieren. Deswegen sind sie im Transport eigentlich relativ schockunempfindlich, einfach weil hier alles arretiert wird. Die Durchführung hier ist im Übrigen auch sehr interessant. Die können wir uns gleich auf der Unterseite nochmal anschauen. Wenn wir das Ding mal drehen, dann haben wir hier die Unterseite. Die sieht jetzt relativ ähnlich aus, wenn wir hier gucken. Da ist nicht ganz so viel Unterschied. Wir haben in der Mitte jeweils den Spindelmotor, der diese Platten, den Plattenstapel dreht. Von da aus geht ein Kabel bis zum Mainboard. Hier zum Beispiel das hier. Hier ist es das hier. Wir brauchen aber ja noch eine Verbindung zum Kopf hier. Das ist die hier. Und wenn wir da mal schauen, die müsste hier irgendwo rauskommen. Und dafür müssen wir hier erstmal die Platten runterholen. Da brauchen wir, wie wir sehen, Torx. Machen wir das mal. Also nicht die Platte, das PCB. Das Geheimnis sehen wir, wenn wir hier die Platine jetzt abnehmen. Ich habe die Schrauben schon gelöst und hier das Kabel vom Spindelmotor abgemacht. Und tada, so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier unten einfach Federn, die rauskommen. Und auf der Platine entsprechende Kontaktflächen und so wird der Kontakt hergestellt. Und ja, das Ding hier kriegt man natürlich auch entsprechend dann dicht. Und hey, wenn wir schon da haben, dann geben wir auch direkt mal Strom drauf. Gucken, was die Festplatte hier noch so tut. Ja, drehen tut sie. Der Kopf bewegt sich jetzt nicht. Ich schätze mal, es ist, weil der Magnet fehlt. Aber generell, ja, ihr seht, ist eine enorme Geschwindigkeit. Eine normale Platte, 5400, 7200 Umdrehungen pro Minute schaffen die Spindeln in der Mitte. Bei Serverplatten teilweise sogar 10.000 oder 15.000. Also da ist schon ordentlich Geschwindigkeit dahinter. Man kann so Festplatten im Übrigen auch zumindest in Teilen ein bisschen recyceln. Das eine, was ab und zu Leute machen, das ist die Spule hier nutzen. Wir haben eine Spule, wir haben Magneten. Ja, wo haben wir noch Spule und Magneten? Ja, bei Boxen. Das heißt, man kann hier so eine Festplatte durchaus als Lautsprecher verwenden. Das ist kein schöner Lautsprecher, ist eher für hohe Frequenzen, da geht's, aber tiefere Frequenzen kriegt er nicht wirklich hin. Und im Prinzip lässt man dann hier den Arm im Takt der Musik entsprechend sich bewegen. Das überträgt sich auf das ganze Gehäuse. Und so haben wir dann ja, eine Festplattenbox. Und was auch etwas ist, was man häufiger schon mal sieht, ist eine Festplattenuhr. Dabei geht man hin, macht hier irgendwo eine LED rein, die in den Zwischenraum zwischen den Platten leuchtet und schneidet hier einen Riss rein. Ja, wir drehen den Riss mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das heißt also, unser Auge sieht ja im Prinzip dann einen leuchtenden Kreis. Wenn wir jetzt aber die LED, die in den Zwischenraum scheint, nicht durchleuchten lassen, sondern pulsen in speziellen Mustern, und in dem Moment, da kommt dann der POV-Effekt, also Persistence of Vision, ins Spiel. Das heißt also, wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wenn der Schlitz hier oben ist, den wir reingeschnitten haben, dann machen wir Licht an. Und kurz danach machen wir wieder aus. Und wenn sich das jetzt weiter dreht, das wo aus ist, sehen wir ja gar nicht. Dann machen wir hier wieder an und hier wieder an. Und so können wir im Prinzip ein rundes Display immer wieder Lichtschlitze drauf machen. Und das geht dann natürlich zum Beispiel als Uhr. Noch besser natürlich, wenn man eine RGB-LED holt. Kann man in verschiedenen Farben leuchten lassen. Und dann kann man hier zum Beispiel Rot-Stundenzeiger, Grün-Minutenzeiger, Blau-Sekundenzeiger oder sowas sich so zusammen machen oder natürlich auch einfach, um entsprechend irgendwelche Muster da drauf laufen zu lassen, geht natürlich dann alles. Ja, sind beides Dinge, die könnten wir mal machen. Zumindest mal das mit dem Festplatten, Uhr oder Muster, das wäre eventuell hiermit sogar ganz gut möglich. Box wahrscheinlich nicht, weil hier der Magnet, den habe ich wohl schon anderweitig irgendwo benutzt. Aber ganz ehrlich, ich habe noch irgendwo einen Schrank von Festplatten, die zum Verschrotten sind, weil sie irgendwelche Schäden haben. Also daran mangelt es nicht. Wie auch immer, genug von Festplatten. Die ich reparieren wollte, die klappt wieder, läuft schön in meinem Backup-System und ja, tut da, was es soll.